Hallo, ich bin der Patrick von Lake United. Man sieht immer mehr Matten oder Softkites am Himmel und in diesem Video zeigen wir euch, wie du die volle Leistung aus deiner Matte herausholst. Die meisten fliegen die Sinuskurven einfach nur senkrecht rauf und runter. Da verliere ich aber jedes Mal, wenn der Kite dreht, verliere ich an Geschwindigkeit. Das ist so ein Stop-and-Go-Spiel. Deswegen fliege ich meinen Kite eher in Fahrtrichtung 45 Grad rauf und runter. So habe ich einen permanenten Zug nach vorne und zur Seite und auch permanent Geschwindigkeit. Die Fluggeschwindigkeit von einer Matte ist eines der wichtigsten Dinge und die kann ich mir ein bisschen erhöhen, indem ich ein Stück, also ein bisschen den Adjuster ziehe. Dadurch fliegt der Kite schneller wieder nach oben, weil er nicht so viel Spannung oder nicht so an den Lenkleinen hängt. Auch noch Leistung nehme ich mir, indem ich zu viel auf dem Board ankante. Wenn ich nämlich aufkante, drücke ich den Kite an ein Windfenster ran, der verliert Geschwindigkeit, wir werden langsamer und sinken vielleicht ein. Deswegen Oberkörper nach vorne bringen, Schwerpunkt übers Board, das Board plan am Wasser, dann kann der Kite mehr Geschwindigkeit, also mehr Leistung produzieren und es hilft uns dann in weiterer Folge natürlich auch beim Fahren. Wenn ich dann Geschwindigkeit habe, dann kann ich wieder mit dem Board ankanten. Und ein Fehler, der gerade den Personen passiert, die noch nicht so viel Erfahrung mit der Matte haben, ist das zu viel Hängen an der Bar. Oftmals wird sich da richtig festgehalten. Es hilft aber bei einer Matte extrem, wenn man im richtigen Moment, nämlich in der Aufwärtsbewegung, die Bar nach vorne schiebt, dann generiert der Kite, also die Matte, wieder Geschwindigkeit. Wir haben mehr Druck und dadurch mehr Leistung. Zusammengefasst nochmal für dich. Zieh den Adjuster, wenn es notwendig ist. Häng nicht zu viel an der Bar. Ruhig mal ein bisschen depowern. Dann erhöht sich die Fluggeschwindigkeit. Auch Geschwindigkeit brauchst du an Bord. Hier nicht zu viel ankanten und perfektionierend arbeite an deinen Sinuskurven. Wenn dich das Thema Matte oder Softkite interessiert, klick eins von diesen Videos. Schon geklickt?